Hallihallo und herzlich willkommen zu meiner fünften Folge von dem Sim-Studentenleben-Let's Play. Ich hoffe, es gefällt euch bis jetzt. Ihr seht hier jetzt gerade noch Leni, wie sie gerade jetzt cool mit dieser einem Mädel von letzter Folge noch gekickt hat. Ja, richtig cool. Und ich würde sagen, dann kann sie eigentlich auch nach Hause gehen, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, geh nach Hause. So, tschüss. Genau, was macht Beth? Die macht sich hier irgendwie gerade jetzt Tofu-Hotdogs. Alles klar, okay, die Happy Hour ist vorbei. Ja, das juckt uns nicht. Wollen wir eh nicht hin. Wir machen uns damit gleich unsere eigene Party, genau. Und, genau, sie macht jetzt was zu essen. Och, diese dummen grauen Möbel, ne? Der zeigt nämlich die Farbe nicht an. Das regt mich so richtig auf. Naja, egal, alles gut. So, was haben wir hier noch? Okay, sie macht sich was zu essen. Was, gucken wir mal. Okay, gut. Ja, Gott. Ich hoffe, die fackelt jetzt nicht wieder das ganze Haus an, weil das wird mich nämlich wieder tierisch nerven. Das ist nämlich schon mal passiert in der zweiten Folge und das hat mich, oh Mann, ey. Und überall stehen diese ganzen ekligen Sachen rum. Naja, gut, ist egal. Ist ein Studentenbude, das gehört da ebenso. So, Tommy ist jetzt irgendwie noch im Fitnessstudio. Sie kocht jetzt ihre Tofu-Hotdogs. Diät-Simonade. Ob ich das nur falsch gelesen oder stand da gerade wirklich Simonade? Heißt doch anders, oder? Wie hieß das denn? Limonade, ne? Ja, ich glaube schon. So. Er macht jetzt hier erstmal eine Party, weil wir nämlich jetzt eine Party veranstalten wollen. Ich habe eben so gedacht, okay, machen wir es oder machen wir es nicht. Wir machen jetzt eine Party. Weil ganz ehrlich, zu den Studenten gehören einfach auch coole Studentenpartys. So ist es nämlich. Und ich würde sagen, dann laden wir auch gleich ein paar Leute ein. Öffnet sich das dieses Programm irgendwie? Bitte. Ach komm schon, da ist es ja. Okay, alles gut. Ich würde sagen, wir werden einfach alle Leute einladen, die wir hier auf unserer Kontaktliste stehen haben. Weil wir kennen ja noch so gut wie keinen, beziehungsweise sehr wenige Menschen. So, die wird jetzt nochmal rausgeschmissen oder ja, diese Person da. Und dann kommen wir nochmal hier mit dieser, der kommt jetzt nochmal mit dazu, weil er nämlich besser befreundet ist mit uns. Kleiderordnung, okay, gleich erstmal kurz hier Saftparty, Lagerfeuerparty. Lagerfeuerparty, weil wir haben nicht ein Lagerfeuer. Genau, das wird nämlich so eingestellt. 21 Uhr ist okay, denke ich. Ich glaube, das reicht von der Zeit her und ist auch, ja, okay, ist gleich, aber egal. Und ungezwungene Kleidung. Okay, alles gut. So, und jetzt, okay, Lagerfeuerparty beginnt um 21 Uhr, ich freue mich. Ja, und da würde ich sagen, der liebe Ashton wird jetzt schon mal das Lagerfeuer schon mal anstellen, weil sonst ohne Lagerfeuer keine Lagerfeuerparty, dann finden die das alle wieder doof, ja. Das hatte ich nämlich schon mal, dass sie dann gegangen sind und so sagen, ja, was war das denn für eine Party, ne? Okay, die mache ich jetzt irgendwas in der Mikrowelle warm. Ach, ihre Tofu-Hotdogs, ne? So, ich hoffe, die koche ich jetzt auch für alle und nicht nur für sich alleine. Oh Gott, guck mal, was da alles in der Küche rumsteht. Irgendwelche vergammelten Sachen, ey. Ist das ekelig. Okay, jetzt hat sie das fertig gemacht. Ich glaube, das ist für alle, oder? Das ist auch eine Gruppenmahlzeit. Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Genau, dann können nämlich alle da gleich was von essen, weil die alle Hunger haben. So, hier der ganze Haushalt. Da, Haushalt zum Essen rufen. Klick. So. Ja, ich hoffe, ihr, also das Ingame-Dings ist ja leider heute aus. Das habe ich vergessen einzustellen, dass ihr die Töne hört. Sie macht sich jetzt hier noch so einen kurzen Kaffee, weil, oder? Macht das? Nee, doch. Lili. Doch. Lili braucht auch rein, aber sie macht jetzt erstmal ein Latte trinken tun, was auch immer. Ja, genau, die Ingame-Sounds habe ich vergessen einzustellen. Das tut mir voll leid, ich habe mich gerade so gedacht, okay, komm. Ich nehme einfach jetzt weiter auf und ich hatte irgendwie keinen Bock, das jetzt mal abzubrechen. Alles deswegen egal. Ich hoffe, das nervt euch nicht zu sehr. Ich hoffe, das ist okay. Ja, aber ich denke, für die Folge sollte es eigentlich gehen. Und die Party mit Musik, die bekommt ihr dann nochmal an einem anderen Tag. Und dann geht es auch richtig zur Sache hier bei denen. Okay, ich glaube, die ersten Gäste sind jetzt schon da. Genau, es ist schon 21.25 Uhr, die müssen schon da sein, ja. Und Lagerfeuer ist immer noch nicht an. Hey, warum hat er das nicht angezündet? Bist du doof? Oh, dieser Typ, der regt mich so auf. Warum kann er das denn nicht anzünden? Mann. Kriegt das nicht hin. Aber egal, der Ashton, der wird jetzt hier der Lagerfeueranzünder-Profi, was auch immer. Genau. Und okay, da muss auch was essen, das kann ja gleich danach machen. Okay, und die Menschen sehen wieder so lustig aus. So, hier kurz was essen. So, und Teller nehmen. Damit er dich auch nicht mehr so hungrig ist. Er stirbt bald. Oh nein!
Upsi. Okay, was machen wir jetzt? Genau, ich wollte noch so ein Krug-Dings kaufen, so ein Saft-Dings-Party. Für die Saftparty, damit wir auch eine Saftparty veranstalten können. Hier müsste das eigentlich sein, oder? Oder bei Outdoor-Aktivitäten? Okay, kann auch sein. Ach, da ist es, okay. Saftdings da. Ich glaube, das stellen wir ja schön mal in den Eingangsbereich, sodass sie dann gleich, wenn sie das sehen, so Lust haben. Ja, lass uns hier eine Saufparty machen. Woo! Yay! Okay, vielleicht ist es noch nicht ganz schlau. Lass uns lieber das so ein bisschen besser nach hinten stellen. Genau, so ist besser. Yay! Okay, jetzt hängt es. Super. Okay, gut, alles klar. So, ich würde sagen... Ach, das probieren wir später aus. Wir machen mal eine einzelne Saftparty, da können wir das machen. Und das Lagerfeuer ist an! Woo, jetzt geschafft! Super, Ashton! Was ist denn ein Teströhrchen? Ist das hier so ein Kokelstock? Oder was ist das? Oder ist das so ein Böller? Ich habe keine Ahnung. Egal. Was wollte ich jetzt machen? Okay, da ist jetzt noch was. Ja, ich würde sagen, die Party kann losgehen. Die ganzen Gäste müssen jetzt noch kommen. Ich hoffe, die kommen dann auch irgendwann mal. Ich war gerade am überlegen, ob ich das mit diesen Krug-Dings jetzt ausprobieren soll. Aber ich glaube, das machen wir doch lieber eine einzelne Party nochmal. So, was machen wir jetzt? Ich will jetzt wissen, was es mit diesem Teströhrchen auf sich hat. Der muss ich einfach mal machen. Ich finde das irgendwie voll, das ist bestimmt lustig. Okay, das wird bestimmt lustig. Jetzt bin ich gespannt, was das ist. Ja genau, Holz hinzufügen können wir auch nochmal, weil wir wollen ja nicht, dass irgendwie das Feuer ausgeht. Das wäre nicht so cool. Und genau, ach guck mal, das ist doch hier die Ashley Corona, die da ist. Die mit dem pinken Outfit da. Mit der hat auch schon in den Fußball gespielt in der letzten Folge. Ja, kann ich mich daran erinnern? Genau. So, und wen haben wir, genau, das ist ja, da ist sie, Ashley Corona, sage ich ja. Langsam kann ich mir die Namen auch immer merken. Am Anfang war das noch voll schwer. Und das hier ist hier, wer ist das? Ach, das ist Ashley D. So, was weiß ich. Genau, mit der hat auch Leni auch am Anfang dieser Folge nochmal gespielt. Ja, ich kann mir das echt... Oh, was war das? War das gerade das Testhörchen? Das war ja lustig. Okay, gut, das ist wirklich so ein Böller, so ein Kugelböller, den man da reinschmeißen kann. Und dann explodiert es und dann gibt es Glitzer und schön und was weiß ich. Ach, guck mal, Bessie ist jetzt auch da. Was kann die denn mal machen? Die liebe Beth und die liebe Leni. Wo ist die eigentlich jetzt? Wo ist sie denn? Hä? Dachte, die wäre jetzt auch langsam mal hier. Leni? Hallo? Oh, und was hat sie denn da an? Was hat die da an? Oh nein! Egal, komm, Beth, jetzt freunde dich mit der an. So, oder hier, radikale Idee beschreiben. Auch gut. Oh Mann, ey. Stell dich mal vor, Beth und die wären beste Freunde, ey. Was das für ein verrücktes Duo wäre. Oh Mann, ey. Okay. So, und diese Ashley, die so Nova, bla bla bla. Oh Gott, ich komme gar nicht drauf klar. Ist das die Fressschwester von der dahinter? Parker? Heißen die doch beide. Sarah Parker. Ich finde, dass Beth okay ist. Aha. So, wir gehen jetzt noch mal kurz hier in den Baumodus. Und ich dachte mir, ich mache jetzt noch mal hier so eine schöne Stereoanlage rein, damit wir noch ein bisschen Musik haben. So, Stereoanlage. Ach, dann nehmen wir die billige. Hier, guck mal da. Diese Ständendings, das ist doch egal. Hauptsache, wir haben Musik. Ihr könnt die jetzt wahrscheinlich eh nicht hören. Aber komm, ganz ehrlich, in der nächsten Folge werdet ihr auch wieder eure Musik haben. Und dann können wir auch noch schön, ja, Musik haben zusammen. Die schöne Sims-Musik. Yay. Hier, hübsch tanzen. Können die doch auch gleich nochmal. Aber erstmal gucken. Okay, Musik, was hören die gerade? Geek Rock. Ach, das können wir eigentlich lassen, oder? Ja, ich glaub schon. Oder? Egal, wir lassen es so. Und ihr könnt jetzt euch nochmal hier hübsch tanzen. So, schön hübsch tanzen. Das ist doch auch cool. Yay. Und der Tommy, was macht der? Wo ist der eigentlich? War der nicht auch da? Egal. Ashton ist doch hier. Wo ist der denn? Der kann doch auch noch hier mit der Ashley Corona tanzen. Zusammen tanzen. Hier, das Tanzbein schwingen. Am Lagerfeuer, das gerade schon wieder ausgegangen ist. Ach, Mann, ey. So, Leni. Nee, die können ja das Feuer wieder anschalten, oder? Komm, Leni. Ach, komm. Ja, gut, dann begrüßt sie die erstmal. Vielleicht werden die ja Freunde. Und dann kann sie eigentlich das Lagerfeuer anstellen.
weil ganz ehrlich, das ist einfach wichtiger gerade. So, das Lagerfeuer muss angezündet werden, sonst wird das keine coole Lagerfeuerparty. So ist das nicht einfach. Ja, genau. So, schön anzünden, Leni. Vielleicht ist dir ein besserer Lagerfeuermeister als der liebe Ashton. Oh, guck mal, die hat nämlich gleich hingekriegt. Leni kann es nämlich, aber die ist voll drauf. Die ist voll drauf. Frauenpower hier. Frauen-Sims-Power. So. Auch der Party tanzt ja schön zusammen. Guck mal hier, die beiden. So cool, tanzen so auf dem Boden und wieder hoch. Und wackel, 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 wackel. Oh Mann, ey, diese Sims, ne? Yay. Lustige Party. Okay, alles klar. So, was können wir jetzt nochmal machen? So, ich würde sagen, was sollen wir jetzt mal machen? Ja, die Party ist in vollem Gang. Ich hoffe, die Leute finden das gut. Oh Gott, ist das schon wieder spät. So, wo ist denn jetzt? Okay, Beth ist da. Die können auch eigentlich, die können auch zusammen tanzen hier. Ja, dann können sie sich nämlich wieder ein bisschen anfreunden. Das wäre doch auch ganz gut. Okay, der Tommy will ins Bett gehen. Ja, dann geh eben ins Bett. Mir doch egal, ob du ins Bett gehst oder nicht. Juckt mich nicht. Upsi. Der ist voll der langweilige Typ. Ich dachte, der ist doch voll cool, aber nee, der ist voll langweilig. Dem müssen wir einfach mal... Ach egal, der wird doch bestimmt cooler. Der braucht einfach seine Zeit, der ist einfach mega müde. Genau. Der war auch heute trainieren, schon fleißig. Und oh, jetzt habe ich das Sheetfenster geöffnet. Schon, ach egal, gehen wir einfach mal Motherload ein. Ist egal, haben wir wieder ein bisschen Geld. So, ja, das tut uns auch ganz gut. Dann kann ich mich den Garten nochmal schön machen. Wollte ich einfach mal so zwischendurch nochmal machen, dass ich das ein bisschen cooler einstelle. Und das Lagerfeuer ist schon wieder aus. Ey! Warum geht denn das Lagerfeuer immer wieder aus? Das nervt mich jetzt. Ach, na gut, dann die. Ja. Ich weiß nicht, ob die Party jetzt so cool war. Keine Ahnung. Wir schalten uns immer nochmal wieder an. Oh, das nennst du eine Party? Ich mach die Fliege. Ich muss gehen, die Party war nett. Ja, ganz ehrlich, dann mach doch eine bessere Party. Ich fand die cool. Ist der gerade durch den Zaun gegangen? Hä? Oder ist das eine Tür? Das ist so ein... Ah, okay, das ist, glaube ich... Oder? Ist doch eine Zauntür, oder? Ich dachte gerade so, hä? Wieso geht der durch den Zaun? Aber okay, das ist eine Tür. Alles klar, gut. Ich dachte mir gerade so, okay, das kann irgendwie nicht sein. Wow, oh Gott, das Lagerfeuer ist ja riesig. Passt uns euch, dass ihr den Garten nicht anfackelt hier. Nachher muss die Feuerwehr noch kommen. Das wäre es jetzt. Dann haben die schon den zweiten Brand hier. Oh je. Na gut. So, was macht er hier? Ashton. Ach, er redet jetzt mit Beth. Alles klar, gut. Können die ein bisschen labern. Er tanzt ja noch mit der anderen hier. Mit der lieben Ashley Kobono. Jo, die beiden, die passen auch gut zusammen, ne? Wie fährst du denn mit den beiden? Finden ihn nicht. Oh, guck mal, es glitzert. Es glitzert. Da war bestimmt wieder so ein Teströhrchen da, das sie geworfen haben. Diesen Silvesterknaller da. Ins Feuerwerk reingebatzt. Oh, jetzt habe ich aus Versehen gezoomt. Oh, Hi, Leni. Hi. Zeig uns dein Gesicht. Okay. Ja, das war ein bisschen zu nah. Upsi. Alles klar. Okay. Oh, Beth scheint nicht gut zu gehen. Beth, alles klar bei dir. Nicht umkippen. Nein. Oh. Oh nein, ist sie umgekippt. Okay, die ist echt müde. Oh shit. Okay, die muss echt ins Bett. Ich glaube, die Party, die ist auch schon wieder viel zu lang. Die müssen morgen wieder in die Schule. Und naja. Also ich würde sagen, die nächste Party verschieben wir mal auf den Freitag, wenn die mal ein bisschen wieder mehr Zeit haben. Oder muss man mal gucken. So, ich würde jetzt sagen, das reicht jetzt auch für die Folge. Und dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Das ist ein schönes Bild. Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.